Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Online-Business Lounge. Ich bin Marit Alke und bei mir geht es ja um ein Online-Business mit eigenen Online-Kursen, Memberships, Workshops, die dich erfüllen und die Wert schaffen. Und in der heutigen Folge geht es um ein, ja, wie ich finde, spannendes Freebie-Format, das gleichzeitig auch auf der inhaltlichen Ebene für dich interessant sein könnte, um es mal so richtig schön zu klausulieren, verklausulieren. Und du hörst ihn hier schon grinsen im Hintergrund. Ich habe den Ludwig Linnekogel zu Gast. Hallo Ludwig. Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Ja, sehr gerne. Wir haben ja schon eine ganze Weile online miteinander zu tun und dein Kameraspiel, so heißt nämlich dein, ich nenne es Freebie, deine kostenlose Ja. Aktion, die gibt es ja auch wirklich schon viele Jahre, die ist ja fast schon legendär, Danke. würde ich sagen. Und jetzt bist du ja momentan in der Festanstellung bei dem Veit Lindau im Videoteam. Das heißt, du machst es, hast es jetzt eine ganze Weile nicht gemacht, wenn ich es richtig erinnere. Und jetzt gibt es demnächst wieder. Genau. Also ich mache es mindestens einmal im Jahr. Das ziehe ich durch, egal was in meinem Leben passiert. Okay. Und so ist es jetzt auch. Es gibt manchmal das dann auch dreimal im Jahr, aber das geht im Moment halt gerade nicht. Okay. Alles klar, genau. Und Kameraspiel, das ist ja auch eine eigene URL sogar, kameraspiel.de. Ja. Vielleicht holst du mal die, die das legendäre Spiel noch nicht kennen, ins Boot und erklärst, was es eigentlich ist. Ja, gerne. Genau, also grundsätzlich geht es dabei darum, bessere Videos zu machen. Das ist vielleicht so ein bisschen so die Oberfläche, aber das, was im Kern passiert und was mich total begeistert, ist, wie können wir Dinge, die wir noch nicht so gut können und wo wir uns auch unsicher fühlen, lernen oder da besser reinwachsen. Und da finde ich, ist die spielerische Haltung und auch das Gemeinsame wichtige Fundamente jetzt vom Kameraspiel. Und die versuche ich auch auf alles andere im Leben anzuwenden und damit so diese Mauer zu durchbrechen, vor einem leeren Blatt Papier zu sein und jetzt ein Buch schreiben zu wollen, um jetzt mal einfach die Metapher zu nehmen. Denn es ist klar, die ersten Texte oder die ersten Videos, die jeder macht, die sind natürlich nicht so toll wie jemand, der 15 Jahre das als Beruf hat. Und trotzdem Klar. muss jeder ja irgendwo anfangen. Und das ist das, was das Kameraspiel oder wie ich das Kameraspiel aufgebaut habe, dass es ein Spiel ist, dass es verschiedene Teams gibt und dass es eben erstmal ein Raum ist, wo alle mit verschiedenen Erfahrungen reingehen können und ausprobieren können. Das heißt, da ist jemand dabei oder da sind immer wieder welche dabei, die noch nie auf Facebook waren oder die auch noch nie auf YouTube vielleicht waren oder ein Video dort gepostet haben. Da sind aber auch Leute dabei, die das schon ganz oft gemacht haben und die einfach Lust haben, noch mal was Neues auszuprobieren. Vielleicht haben sie sich noch nie getraut, draußen mal ein Video zu machen und sagen, ja, komm, ich will das jetzt als Challenge mal nehmen und ich mache mal draußen ein paar Videos. Und insofern ist es ein Raum des gemeinsamen Lernens mit dem Fokus in meinem Fall Thema Video. Super, genau. 2 Wochen ist es korrekt? Genau. Ja, 2 Wochen lang geht also das Kameraspiel. Wie viel Zeit müssen die Leute einplanen? Das klingt jetzt doch nach aufwendig viel. Wie viel, was schätzt du so? Die Leute, die so mittelmäßig, also im Schnitt, durchschnittlich Ja, sich also bewegen. das kommt wirklich darauf an, wie erfahren man jetzt ist, weil also wenn man sozusagen bei null anfängt und noch gar keine Erfahrung hat, noch keinen YouTube-Kanal hat und sich überall anmelden muss und noch nie ein Video erstellt hat, dann ist natürlich die Zeit, die man braucht, um auch die Videos zu Ja. gucken, wie man das alles macht, dauert natürlich länger. Und dann würde ich sagen, könnte es auch schon sein, dass es irgendwie 3 Stunden dauert in den ersten 3 Tagen, bis man alles irgendwie so langsam beisammen hat. Aber von der reinen Zeit, man dreht ein Video, das dauert 2 Minuten. Die Aufnahme sollte auch nur um die 2 Minuten dauern. Man lädt das hoch und dann guckt man sich noch 3 andere Videos an. Das heißt, wenn man in der Routine ist oder das schon mal gemacht hat, dann kommt man, würde ich sagen, 1 Stunde oder vielleicht sogar einen Tick weniger, dann ist man pro Tag fertig. Okay, alles klar. Also das erstmal so zum Rahmen des Spiels. Und jetzt hast du es ja gerade schon angedeutet, ich bin ja auch bisher nur einmal dabei gewesen. Ja. Also es ist ja ein bisschen anders als eine klassische Online-Challenge. Dort ist es ja so, der Trainer oder der Anbieter, die Anbieterin gibt Aufgaben, die werden erledigt und
ja, manchmal gibt es was zu gewinnen, wenn jemand alle macht oder sowas. Oder wenn man besonders viel kommentiert. Das findet ja fast immer in Facebook-Gruppen statt. Das ist bei dir auch, Ja. ne? Ja, es gibt Oder? eine Neuerung, Ah. dass diese Version, also es ist jetzt das 14. Mal, dass es stattfindet, die wird zu 90% auf Moodle stattfinden. Also ich werde Wie? wahrscheinlich es schaffen, das erste Mal von Facebook wegzukommen. Okay, dann bin ich ja wieder dabei und guck mir das mal an. Da habe ich richtig Respekt vor Moodle. Das finde ich echt spannend. Okay, also es gibt eine Austauschplattform. So, normale Challenge, jeder macht es irgendwie für sich. Und bei dir ist es ja schon ein bisschen besonders. Du hast da ja eine Gamification drin, die, Ja. wie ich finde, einzigartig ist. Erklär uns die doch mal. Genau, also ich glaube, der große Unterschied ist, dass man halt direkt einem Team zugeordnet wird. Das heißt, es ist sozusagen nicht, da sind viele, die die Challenge mitmachen und ich bin auf der anderen Seite, sondern es gibt gleich am Anfang an, gibt es sozusagen die Tag Null quasi, bekommt jeder eine E-Mail und da steht drin, okay, herzlich willkommen, du bist in Team Blau oder du bist in Team Pink. Und diese Teamkultur oder diese Verbindung, die trägt sozusagen alle durch das Spiel. Das heißt, die Videos oder die Fragen, die ich habe, die gehen nicht sozusagen in einen Riesenkreis, sondern in einen Kreis von ungefähr 8 bis 10 Spielern in dem Team. Und dort findet halt sofort auch ein Kontakt statt. Das heißt, da schreibt dann jeder am Anfang rein, okay, ich komme aus der Ecke und das erste Video ist dann auch schon ein Bezug auf, okay, ich weiß, ich habe hier nicht 100, die irgendwie posten, sondern ich habe hier meine 8 Leute und ich weiß auch, was wollen die hier eigentlich gerade erreichen. Ich lerne die kennen. Und dann gibt es auch noch Punkte. Also wie in einem Spiel, wenn man bestimmte schwerere Aufgaben macht, gibt es mehr Punkte. Wenn es ein bisschen leichtere sind, gibt es ein bisschen weniger Punkte. Das heißt, du als Teil von dem Team sammelst die ganze Zeit, wenn du ordentlich mitmachst, Punkte für dein Team. Und dabei geht es jetzt nicht zu sagen, okay, das eine Team hat gewonnen und ist das Tollste und die, die nicht so viele Punkte haben, ist das Schlechteste, sondern für mich ist vielmehr der Fokus zu sagen, okay, wenn jetzt zum Beispiel ein Team weniger Punkte erreicht nach der ersten Woche, nach dem ersten Level, dann zu gucken, okay, die Teams, die super aktiv sind, die wo vielleicht alle Videos gemacht haben, schaut doch mal bitte auch bei dem Team vorbei, wo es ein bisschen schwieriger ist, wo vielleicht jemand das erste Video nicht machen konnte, weil technische Schwierigkeiten waren und erst am zweiten Tag wieder zugekommen ist. Helft doch einfach, ne? Also Ja. das ist sozusagen der Ansporn. Natürlich hilft es auch ein bisschen, weil man kann es so ein bisschen messen und sehen. Und das Ja. spornt natürlich viel auch an, aber es geht jetzt nicht darum, die Besten gewinnen Preis, sondern eher die Besten helfen denen, die gerade ein bisschen Schwierigkeiten haben. Okay, das ist echt eine coole Idee. Ich habe zwei Fragen dazu jetzt. Die erste ist erstmal, wie machst du das technisch? Also du sagst, die 10 untereinander sehen jetzt nur die Videos für die 10. Also wenn ich das in der Facebook-Gruppe mir vorstelle, gut, Moodle ist ein bisschen anders, ist ja ein richtiges Lernmanagementsystem, ne? Kann man ein Ja. bisschen besser geschützte Räume einrichten, aber bei Facebook ginge das ja zum Beispiel nicht. Es sei denn, man baut da irgendwelche Unterräume ein oder wie machst du Ja, das? wir können ja über Facebook sprechen, wie ich das da gebaut habe, weil Ja. die Prinzipien sind die gleichen und ich glaube, das ist auch viel einfacher, wenn das jemand nachbauen möchte oder so, das kurz zu verstehen. Ja. Also in Facebook ist es einfach eine neue Gruppe, die ich pro Spielrunde aufmache und in dieser Okay. Facebook-Gruppe sind dann, wenn ich jetzt, sage ich mal, 10 Teams habe, mache ich 10 Posts und jeder Post hat ein Bild und in diesem Bild sieht man einfach die Teamfarbe. Also habe ich so eine Grafik, so Team Ah. Grün, Team Okay, Blau. die bereitest du vorher alle vor, wie so Spielkarten, die du austeilst, Genau. auf die Tische legst, sozusagen. Genau. Alles Und klar. dann postet sozusagen jedes Teammitglied in seine Teamfarbe oder Ah ja. Facebook-Gruppenpost als Kommentar sein Video rein. Okay. Und kann aber auch in die anderen Teams gucken. Also es geht mir nicht darum, dass man nichts von den anderen mitbekommt, weil manchmal sind ja dann auch Menschen dabei, die man kennt, die in einem anderen Team sind. Oder eben, wie ich gesagt habe, ist es schön, sich auch gegenseitig zu unterstützen. Also dann zu sagen, okay, Team Pink, da ist gerade jemand krank geworden, kommt doch mal vorbei und wünscht gute Besserung oder so. Also das soll auch auf jeden Fall offen sein. Okay, wow. Und dann ist es so, dass die ganze Challenge per E-Mail rausgeht. Also jeden Tag gibt es eine E-Mail, wo
wo ein Video von mir drin ist, direkter Link auf YouTube, wo ich kurz einen Tipp gebe, also was wir heute sozusagen dazulernen, und eine Aufgabe stelle, also eine Frage stelle. Und diese Frage wird in einem Video dann von jedem aufgenommen und in die Gruppe gestellt. Und in dieser E-Mail, die ich morgens verschicke, ist der Link direkt in die Facebook-Gruppe in den richtigen Post rein. Also da ist man quasi, wenn man darauf geht, ist man direkt zum Beispiel in dem Post Team Grün aus der Facebook-Gruppe. Oh mein Gott, okay. Also da gehört ja schon ein bisschen Konzentration dazu, oder? In der Vorbereitung. Wer ist da jetzt bei wem? Das heißt, ich stelle mir das jetzt so vor. Die Leute melden sich ja auf dieses Freebie, also diese kostenlose Aktion an, können das ja vermutlich bis letzte Minute machen, oder ist ja irgendwo eine zeitliche Begrenzung? Ja, also ich habe es bis jetzt unterschiedlich gehandhabt, aber in den letzten Jahren habe ich dann gesagt, okay, bis Tag 3 kann man dazukommen. Mhm. Weil danach ist einfach das Team, dann kennen sich alle wirklich schon ziemlich gut. Und dann wird es echt schwer und dann ist es auch stressig, das nachzuholen. Das meine ich, Aber bis zum dritten Tag, weil oftmals ja auch dann Menschen vielleicht dabei sind, die das natürlich noch nicht so kennen, die in den ersten Tagen merken, ach, das ist cool und es wäre schön, doch noch jemand aus dem Freundeskreis dazuzuholen oder für jemanden, der es passt. Mhm. Deswegen habe ich bis jetzt das nie davor geschlossen, sondern gesagt, okay, die Leute können das 1, 2, 3 Tage kennenlernen, so lange können sie noch jemanden dazu holen, dann ist gut. Okay, und dann stelle ich mir das jetzt so vor, du musst ja irgendwie diese Teams einteilen. Du hast jetzt eine lange Liste an Leuten, wie viele melden sich da an? Doch bestimmt ein paar hundert, also so bekannt wie das ist, oder? Ja, also im Schnitt sind es so 200, also es geht noch, es können noch mehr werden. Ja, und ja gut, vielleicht diesmal, ja, wer weiß. Und dann musst du ja diese 200 Leute jetzt in 20 Teams einteilen, jetzt wenn wir mal bei 10 bleiben. Ja. Zufallsgenerator oder was nimmst du da? Da es jetzt hauptsächlich Daumen. Audio ist, bringt das nicht so viel, es zu zeigen, aber es läuft alles in Active Campaign. Und da kann man sozusagen so eine Kaskade, so eine A-B-Auswahl machen. Also der Kontakt oder die Person ist jetzt Teil von dieser Spielrunde, die kommt in diese Automation rein und dann geht das sozusagen immer A-B, A-B und teilt sich sozusagen auf bis in diese 8 Teams. Mhm. Und so wird es dann halt automatisch zufällig, kriegt dann die Person den Tag, Team Rot, Team Blau, was auch immer. Also du bist schon ziemlicher Techie, ja? Also ich habe angefangen einfach, weil es ist ja auch wichtig, das machbar zu machen. Und gerade wenn das ein Format ist, was auch für jemand anderes noch spannend ist, würde ich natürlich niemals mit dieser Automation starten. Ich habe jeden Tag manuell E-Mails rausgeschickt in der ersten Runde. Ja, und klar, die Teams waren natürlich nicht automatisiert. Mhm. Aber dann mit der Zeit, wo klar ist, was funktioniert und was wiederkommen soll, ist es natürlich viel praktischer, gerade wenn sich jemand irgendwann anmeldet, das reinzusetzen. Und das ist nicht ganz einfach. Aber so funktioniert das ganz gut. Okay, ja, sehr cool. Wow. Ich ziehe gerade kurz meinen Hut, den ich nicht auf habe, aber du. Genau, also weil die Zuhörer, die jetzt nur den Podcast hören, du bist da richtig hier in Kapitänsklamotte. Ja. Also, wie nennt man das, Matrosenshirt? Ja, genau. Kapitän, ist das diesmal das Motto? Ja, also ich weiß gar nicht, ich weiß eigentlich ziemlich genau, wie das entstanden ist. Ich bin ich weiß nicht, wo der Gedanke ist sozusagen, alles in Spielsprache zu machen. Das macht einfach viel mehr Spaß und das nimmt sozusagen so die Ernsthaftigkeit, die uns oftmals blockiert. Ja. Und ich finde es halt total spannend zu sagen, okay, da ist wie ein Schiff und ich lade ein, das Schiff ist von mir vorbereitet, also die Challenge, der Rahmen ist vorbereitet und ich lade ein, sozusagen auf mein Schiff zu kommen und wir fahren jetzt gemeinsam auf eine entfernte Insel und lernen dort durch ein Abenteuer das Video machen kennen, werden durch seichte Gewässer fahren, durchwühlte Gewittergewässer und wir werden alle nach 2 Wochen wieder zurückkommen und Videos können. Und ich habe einen Trailer angefangen zu schneiden, zum ersten Mal auch dieses Mal, der ist noch nicht fertig, wo ich einfach so dieses Bild versucht habe, in einem Videotrailer zu schneiden. Und dann hatte ich da so Stockmaterial und habe gemerkt, so, warte mal, aber es wäre eigentlich cool, wenn ich da auch irgendwie auftauche. Und meine Familie wohnt in Hamburg und da liegt auch ein Segelschiff. Und dann dachte ich, okay, dann könnte ich da ja vielleicht ein Bild, was ich als Stockbild hatte, mal nachdrehen. Und dann habe ich einfach in der Fahrt
mit dem Zug dorthin mal Google durchsucht, so wie sieht dann irgendwie so Matrosenklamotten aus oder Kapitänsklamotten, irgendwie was wäre da irgendwie ein witziger Style? Und ich wollte eigentlich nur dieses Hemd, glaube ich, kaufen, diese Kutte hier. Ja. Und bin dann da im Laden und ich hatte so viel Spaß mit den Verkäufern. Das war richtig witzig. Und ach komm, ich probiere das hier nochmal. Ach, das ist ja cool. Und dann, ja, aber eigentlich eine Mütze würde ich auch gut stehen. Dann hatte ich die auf, ne? Und dann hatte ich die irgendwie auf. Und das ist jetzt einfach so eine Fischertracht oder Klamotte, ja, Arbeitsklamotte aus Hamburg. Und das ist natürlich für mich dann wieder witzig, weil es ja meine Heimat ist. Und so habe ich einfach weitergespielt, ne? Also ich habe Google-Bilder geguckt, ich war bei den Verkäuferinnen, dann haben wir Testaufnahmen gemacht und jetzt stehe ich wirklich auf diesem Segelschiff da in Hamburg und am Steuer und das wird der Trailer. Cool. Und fand das jetzt aber als cooler Wiedererkennungsmerkmal. Das heißt, alles, was Kameraspiel ist, werde ich jetzt in diesen mit Klamotten rotem Hemd, genau, auf jeden mit Fall machen. rotem Tuch. Genau. Meine Jungs hatten auch beide so ein Teil, als sie klein waren, sehr süß, so blau-weiß gestreift. Genau, okay, also das heißt, du lebst das auch selbst und lernst auch selber jedes Mal noch was dazu, hast da selber Total. Spaß dran, das ist dir vermutlich wichtig, genau, so wie ich dich Absolut. Einschätze. So, jetzt denken ja die meisten, die irgendwie Online-Business haben, immer auch ans Verkaufen und überlegen, was verkauft mir denn der Ludwig jetzt danach, nach diesem geilen Spiel, das sich ja sehr, sehr mehrwertig anhört. Wie ist das im Moment? Also ich weiß ja, du bist ja bis Juni, hast du mir gesagt, noch angestellt. Ja. Was bietest du danach an? Kann diese Gruppenerfahrung dann weitergemacht werden? Oder machst du erst im Herbst wieder was? Was sind so deine Pläne eigentlich? Also grundsätzlich gab es sehr unterschiedliche Modelle, die ich einfach auch ausprobiert habe. Mhm. Was gut funktioniert hat, ist einen YouTube-Kurs zu verkaufen danach. Mhm. Also wie kann man einen YouTube-Kanal aufbauen? Das war, glaube ich, mein erfolgreichstes Modell. Und ich hatte auch meine Membership danach. Mhm. Das habe ich jetzt im Moment nicht. Das ist gerade ein Modell, was einfach sehr zeitintensiv ist. Ich habe jetzt die letzten 2 Jahre, glaube ich, oder 2, 3 Jahre habe ich, also ich hatte auch mal gar nichts danach. Also ich habe gestartet mit, es gibt nichts. Ich fand das einfach nur cool. Ja. Und dann wurde ich gefragt, wie geht's weiter? Wir wollen weitermachen. Da meinte ich, okay, ja, gut, dann machen wir Membership. So, und dann haben wir das weitergemacht. Und dann hatte ich mal gar nichts, dann habe ich das komplett wieder losgelassen. Und jetzt hatte ich die letzten 2 Jahre, dass man danach einfach wieder was zurückgeben kann. Also mein Preismodell gerade ist, du machst die Challenge sozusagen kostenlos und alle, die es geil fanden, die den Mehrwert sehen oder die es auch beruflich nutzen wollen, die können danach dann 249 Euro überweisen oder 149 oder wenn man das Business benutzt, 499. Aber im Prinzip gemessen an, was ist es dir wert, was hast du gerade für Möglichkeiten und vielleicht möchtest du es auch zu einem späteren Zeitpunkt überweisen, wenn du es vielleicht kannst. Also ich weiß, dass es gut ist und das hat auf jeden Fall den Wert und dieses Modell finde ich erstmal cool. Aber perspektivisch, weil ich, nachdem ich jetzt aus der Festanstellung raus bin, auch wieder mehr Zeit habe und auch das gerne weiter ausbauen möchte, gibt es unterschiedliche Modelle. Also es gibt einmal die Möglichkeit, mit mir natürlich einfach direkt zusammenzuarbeiten und zu sagen, stundenweise coach mich, zeig mir das, sag mir, was ich brauche oder wie es geht. Oder eben, und das ist was Neues, das wird kommen, das gibt's noch nicht. Also das habe ich, glaube ich, öffentlich so noch nirgends erzählt. Finde ich die Idee total cool, weil viele ja die Video-Ideen und Videokursideen schon in der Schublade haben, aber eben nicht in die Umsetzung kommen. Oder das ist die Stelle, die sehr schwierig ist. Ja. Und deswegen wird es ab Herbst wahrscheinlich die ersten Termine geben, wo ich frage, wer möchte gerne alles gerade Videos aufnehmen oder einen Kurs aufnehmen. Und dann wird es kleine Teams geben. Und diese Teams unterstützen sich dann gegenseitig vor Ort, an einem Ort, verschiedene Städte. Ja. Und dann nehmen wir zusammen Kurse auf. Genau. Cool, da hatten wir ja auch zu unserem Inspicamp-Erweiterungsidee drüber gesprochen. Ne? Das ist auch noch nicht raus aus meinem Kopf. Also das finde ich nach wie vor eine gute Idee, zu sagen, wirklich, man macht so eine Art Workation. Ne? Also nimmt sich die Zeit wirklich, das Equipment mit. Dann kann man auch ein bisschen austauschen, wer hat was, welches Mikro funktioniert gut. Und also die Idee finde ich nach wie vor cool, auch also analog, offline was zu machen. Ja. Und daneben wird es auch ein Kameraspiel-Business geben.
Also diese Variante, die es jetzt gibt seit 6 Jahren, also in der 14. Ausgabe oder Spielrunde, die ist primär dafür da, erstmal herauszufinden, ist das Format überhaupt was für mich? Habe ich da eine Freude dran? Und zu sehen, wie stark man sogar Beziehungen einfach wirklich aufbauen kann. Und die Videos, die daraus entstehen, sind jetzt nicht dafür gedacht, damit ins Business zu gehen oder die auf die Website zu stellen, sondern sie sind primär dafür gedacht, erstmal Beziehungen aufzubauen, was natürlich fürs Business auch super wichtig ist. Ja. Aber die Fragen, die ich stelle, ist jetzt nicht zum Beispiel, okay, heute machen wir ein Video für deine Landingpage oder so. Ja. Das ist nicht enthalten. Und deswegen wird es eine andere Version geben, wo wirklich jedes Video auch das Ziel hat, dass man es posten kann, dass es bestimmte Zwecke erfüllt und da auch Synergien entstehen können. Aber da muss es auch eine gewisse Vorerfahrung geben. Also mindestens muss dann schon das erste Kameraspiel gespielt worden sein, dass ich weiß, da ist ein bestimmtes Know-how. Ja. Oder es muss irgendwie andere Validierungsmethoden noch geben, dass ich weiß, okay, die Person kann das und wir können quasi tiefer einsteigen. Okay, coole Idee. Also eine Art fortgeschrittenen Kameraspiel. Genau. Cool, weil gerade mit den Kurzvideos, die so am Markt sind, da wollen bestimmt viele gerade mit dem spielerischen Ansatz jetzt lernen, wie das geht. Ja, und oftmals wissen wir auch, wie es geht, aber wir trauen uns halt nicht. Und es macht halt viel mehr Spaß zu sagen, okay, heute gebe ich einen Tipp in meinem Gebiet, den ich gut kenne, und den postet jeder auf seinen Instagram-Kanal oder seinen Kanal seiner Wahl, wo auch immer die Person ihre Zielgruppe hat. Und dann feiert man das einfach zusammen. Und da hier habe ich es gepostet. Das macht einfach Spaß. Alleine das zu machen, ist einfach öde. Also mir fällt es ja auch schwer so. Und ich finde, es macht, wenn ich das mit Freunden zusammen mache und wir machen so eine Challenge und sagen, komm, wir machen jetzt mal einen Monat, geben uns verschiedene Aufgaben und posten verschiedene Sachen, dann habe ich selber viel mehr Freude. Und so geht es, denke ich, allen einfach auch. Ja, das ist ja auch so eine Unterstützung. Ne? In meinem Club machen wir das auch so, dass wir ein bisschen auch die anderen unterstützen in Social Media. Also wenn immer wir jemanden entdecken, dann wird mal was kommentiert oder geteilt. Weil sonst hat man ja auch oft in der heutigen Zeit das Gefühl, man ruft irgendwie in irgendeinen dunklen Raum und keiner meldet sich mehr, weil es ist alles überfüllt. Und wenn man sich dann so ein bisschen verabredet und sagt, okay, jetzt ist so die Phase, wo wir alle anfangen mit ersten Videos oder mit auch von mir aus fortgeschrittenen Videos, und dann hat man so eine Art Vereinbarung, wann immer wir ein Video von dem anderen sehen, melden wir uns darauf in irgendeiner wertschätzenden Weise. Das ist einfach auch eine schöne Sache. Ja. Cool. Also ich sehe schon, du bringst das Internet voran, was ja nicht wieder weggeht. Okay, genau. Jetzt hatten wir ja gesagt, wir wollten mal einmal so ein bisschen die Idee auch machen, wie läuft es. Jetzt nochmal zu deinem Pay-What-You-Want-Prinzip. Du bist da vorhin so schnell rüber. Ja. Sofort weitergeredet, was es sonst so für Ideen gibt. Das finde ich interessant tatsächlich, weil das ist ja auch von deiner Seite aus so eine Mindset-Sache. Also hat man in einem Podcast gehört, dass sie von sich sagte, sie hat da auch an sich arbeiten müssen, um den Raum zu halten und es wirklich in Ordnung zu finden, wenn jemand nichts bezahlt, wenn jemand anders irgendwie viel mehr bezahlt. Also da keine Emotionen zu haben, sondern wirklich zu sagen, komm, am Ende gucke ich, was kommt als Ganzes bei dieser Gruppe raus. Und ich gucke jetzt nicht, ah, der hat jetzt irgendwie gar nichts gezahlt, dabei war der so aktiv dabei. Wie gehst du damit um? Das ist ja schon herausfordernd, finde ich. Puh. Das, gar keine Gedanken darüber gemacht. Nee. Nee. Nee, also, oder ich verstehe vielleicht noch nicht ganz den Punkt, den du meinst. Also erstmal, wenn, also es gibt ja immer ein paar, die was bezahlen. Und wenn das reinkommt, freue ich mich aber tierisch. Also finde ich einfach super cool. Es gibt auch manche, die schreiben, oh, den Betrag, den du auf der Website hast, kann ich gerade nicht leisten. Ich werde in 2 Monaten, habe ich ein bisschen was, dann kann ich dir das überweisen. Und die meldet sich dann auch, die Person, und macht das auch. Also das ist für mich einfach Wertschätzung, finde ich cool. Okay. Nee, dann ist das ja das, was ich meine. Also du hast da wirklich eine Offenheit. Ich meine, du hast ja auch ein Einkommen festes. Das heißt, es ist jetzt nicht dieses, okay, es ärgert mich dann schon, wenn irgendwie viele nicht zahlen, sondern du freust dich einfach über das, was kommt. Ja, genau, okay, das meinst du, dass ich mich ja. Also. So eine Anhaftung, weißt du, wenn wir jetzt von spirituellen Worten sprechen, hast du eine Anhaftung an das Ergebnis. So, davon muss man sich, glaube ich, darf man sich bei diesem Preismodell freimachen als Anbieter. Sonst leidest du ja rauf und runter. Ja,
Also es ist, ja, das ist ein bisschen komplex. Also erstmal, für mich ist die Währung oder das, wo ich zufrieden bin, ist, wenn ich die Entwicklung sehe und ich sehe, dass jemand am Anfang sagt, das ist mein allererstes Video, was ich online gepostet habe. Mhm. Und am Ende sehe ich ja, wie locker sie dann vor der Kamera sind oder sagen, ach Mensch, ich habe jetzt einfach mal ein Video noch draußen gedreht. Mhm. Das ist der Hammer. Also da sehe ich einfach eine persönliche Entwicklung, die ja nicht nur Video ist, sondern auch, dass die Person sich wirklich vor der Kamera auch wohler fühlt und auch sich selber entspannter mit sich selber ist, mit den Macken, mit den Sachen, die wir halt machen, die wir halt nicht mögen. Ob das jetzt irgendein Merkmal am Körper ist oder irgendeine Eigenschaft von ich wirbel mit meinem Händen zu viel rum oder so. Also da ist für mich dann, das ist sozusagen schon meine Währung, aber trotzdem ich rate oder ich wie sagt man, für mich hat sozusagen der Wert von Beziehungen, der ist extrem hoch. Und wenn ich dadurch sozusagen Beziehungen aufgebaut habe, weil ich kenne die dann ja auch, also wenn mir jemand jetzt schreibt, der vor 4 Jahren oder die vor 4 Jahren dabei war, dann habe ich sofort ein Video und ein Bild im Kopf. Also nicht bei jeder Person, aber bei den meisten. Und das hat für mich persönlich einfach in meinem Leben in allen Bereichen ganz, ganz hohen Stellenwert Beziehungen. Aber deswegen bin ich natürlich auch, oder weil ich weiß nicht, ob natürlich, aber ich lerne eher, okay, wie kann ich denn ein guter Geschäftsmann auch sein? Mhm. Und auch entspannt sagen, okay, ich nehme dafür Geld. Ich habe natürlich auch Ängste, dass wenn ich jetzt das Kameraspiel bezahlt mache, dass ich alleine da stehe. Ne? Also ich will nicht sagen, dass es nur aus so einer totalen Offenheit ist, sondern da ist natürlich auch eine Angst, dass keiner dann kommt. Mhm. Was jetzt nicht heißt, dass ich nicht das langsam auseinanderdröse und sage, ja, mir ist bewusst, Beziehungen sind mir das Wichtigste und das wird auch immer so bleiben. Ja. Und nichtsdestotrotz werde ich den anderen Teil, weil ich will Familie gründen, ich will, dass mein Kameraspiel erwachsen wird und auch meinen kompletten Lebensunterhalt meiner Familie, zukünftigen Familie bezahlen kann, weil das mein Herzensprojekt ist. Und entsprechend beschäftige ich mich auch mit, okay, dann gibt es noch ein zweites Kameraspiel-Business, was natürlich bezahlt, also wo es von Anfang an bezahlt sein wird. Mhm. Und das ist, ich würde eher sagen, ich passe es halt so mein Lebensumständen an, wie ich es halt gerade brauche. Also jetzt gerade muss es nicht wirklich Geld verdienen. Mhm. Es gab Zeiten, da musste es schon Geld verdienen. Und da hat es ja auch, da habe ich dann ja zum Beispiel den YouTube-Kurs verkauft. Mhm. Und jetzt möchte ich, dass es so groß wird oder so eine gute finanzielle Basis hat. Ich möchte auch gerne jemanden einstellen. Also ich will die Erfahrung machen, Geschäftsführer zu sein, mein ganzes Wissen an jemanden auch weiterzugeben und zusammen sozusagen eine Firma aufzubauen und habe da richtig Bock drauf. Aber die Priorität hatte ich bis jetzt in diesem Maße zum Beispiel noch nicht. Okay, wie gut, dass ich das gefragt habe, lieber Ludwig, weil du merkst selber, was da drin steckt in der Frage. Total spannend. Vielen Dank fürs Teilen. Und deswegen verstehen wir uns ja auch so gut. Ich ja auch schon manches Mal vergessen habe, irgendwas zu verkaufen, weil mir machte dann irgendwie das Werbewebinar so viel Spaß. Dass ich hinterher dachte, oh stimmt, du wolltest ja auch deinen Kurs füllen. Und, ja, kenne ich. Ja. Okay, genau. Also das ist super, dass du bist ja doch dann einigermaßen, also da hast du ja schon drüber reflektiert. Weil wie gesagt, dieses Pay What You Want ist eben durchaus nicht so ganz ohne Mindset-mäßig, aber spannend. Klar. Ja. Okay, also ich kann das gut sehen, das wird super funktionieren, da im Herbst dann mehr draus zu machen. Ja. Okay, eine Frage, die kam mir gerade so, irgendwie ist die so ganz anders als was wir jetzt bisher besprochen haben, aber wo du gerade so über dieses, was du vorhast und so weiter. Du kennst ja auch unser Online-Business jetzt schon ziemlich lange. Und es verändert sich ja auch gerade ziemlich stark durch zunehmende Konkurrenz und auch durch, die Leute halten ihr Geld zurück. Ne? Wenn du jetzt mal so die ideale Zukunft spinnst, was hast du im Blick für uns? Wo siehst du unseren in Anführungsstrichen Mehrwert? Also mit uns meine ich unsere Blase, die Content produzieren, die Videos produzieren. Wozu sollte man eigentlich Videos produzieren? Also für welche Zukunft? Verstehst du, was ich meine? Wieder so eine komische Frage, ne? Aber irgendwie kam die mir gerade, als du so von deiner wunderbaren Zukunft mit Familie gründen und Co. erzählt hast.
Absolut. Also ich meine, der Kontrast oder Negativteil davon ist, das braucht kein Mensch. Also ich müsste jetzt Müllmann werden, ich müsste Bäcker werden, Müll braucht Pfleger auch kein werden. Mensch. Hä? Müll braucht auch kein Mensch. Also das könnten wir auch auf jeden Fall reduzieren als Menschen. Genau, aber Klar. egal. Erzähl mal weiter. Klar, ne? Also es gibt, sag ich mal, wenn man jetzt so rankt, kann man immer den Weg spinnen, okay, es ist irgendwie sinnlos, was ich mache, aber ich habe mich damit Nein. auch beschäftigt. Ja. Wusste ich's doch. Ja, nee, ich habe einen ganzen Ordner voll. Also weil das muss ich gerade ja auseinanderdröseln, irgendwie, wo sehe ich einen Mehrwert? Wie genau möchte ich Video einsetzen? Wo sehe ich da eine Sinnhaftigkeit? Und also zum einen ist es, finde ich, wichtig im Internet, wenn man das jetzt als Riesennetzwerk ja einfach sieht, was um die Welt gespannt ist und auch eine Ausdrucksform von uns Menschen ist, dass in dieser Realität, also in der Online-Realität, wir so wahrhaftig uns zeigen, wie es irgendwie geht oder was für uns stimmig ist. Und wenn immer mehr Menschen sowohl offline, aber auch eben online es hinbekommen oder sich trauen, sie selbst zu sein und zu vertrauen, dass dadurch andere Menschen auf sie aufmerksam werden und sagen, ey, dich finde ich als Mensch interessant. Ich habe Lust, mit dir Zeit zu verbringen, beziehungsweise deine Produkte zu kaufen oder deine Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, dann ist es ja nur Win-Win. Also ich meine, sowas wie, es gibt jetzt eBay Kleinanzeigen und ich kann kurz nach dem Entsafter da gucken und gehe hier um die Ecke und hole mir den ab. Das Ja. ist ja Wahnsinn. So. Ja, großartig. Finde ich auch. Also das ist das, wo ich sage, was ich vorhin ja schon meinte, für mich sind Beziehungen das Wichtigste. Und ich nutze und ich zeige Menschen, wie kann man Videos einsetzen, dass du neue Beziehungen aufbauen kannst und aber auch Beziehungen, die bereits da sind, vertiefen kannst. Und ne, ich meine, Marit, wir haben uns ja auch nur online sozusagen erstmal gesehen und dann haben wir uns, ich weiß gar nicht, nach 3 Jahren oder 4 Jahren, auf jeden Ja, Fall nach einer stimmt. langen Zeit, mal live im Inspi-Camp dann getroffen. Und da ist dann halt sofort eine Brücke geschlagen und wir können viel tiefer einsteigen. Oder ne, wenn ich eine bestimmte Dienstleistung suche und ich sehe auf der Website ein Video von der Person, die dahinter steht, kann ich viel schneller einschätzen, möchte ich diese Person weiter kennenlernen, möchte ich die mal anrufen oder möchte ich ein bestimmtes Produkt von der kaufen. Und ich denke, das ist eine Sache, die extrem hilfreich ist oder warum ich sehr motiviert bin und auch glaube, dass es, also weil es gibt ja noch ganz, ganz viele Videos und Vorstellungen, was ist jetzt perfekt und was darf ich online stellen und was soll ich nicht online stellen, wo noch ganz viel Raum ist, dass viele Menschen und viele Firmen einfach das ganz Normale zeigen. Also ich meine, ich stehe jetzt hier nicht so, wie ich hier gerade stehe, um ein gelecktes Video zu machen und gut auszusehen, sondern ich stehe so, weil ich habe da gerade Spaß. Ich finde das gerade cool. Siehst Ich aber würde gut auch vor aus. dir stehen, ich würde auch vor dir stehen, einfach verschrubbelt und mit nicht ordentlichen Haaren oder was auch immer. Ja. Aber das ist gerade mein Ausdruck der Freude und ich finde es richtig cool. Und insofern für alle, die im Online-Business sind, also entweder die einfach nur, also die jetzt nicht Video beibringen wollen wie ich, sondern die Video nutzen wollen, finde ich, ist das einfach eine riesentolle Chance, andere Menschen zu finden. Und noch ein Aspekt, den ich vergessen hatte, ist, ich finde es total cool, dass es sehr, sehr viel Erfahrung und Expertise gibt von vielen Menschen, die im Offline-Bereich entweder schon Seminare gegeben haben oder einfach handwerklich irgendwas richtig toll auf dem Kasten haben. Und Videos oder den Online-Bereich nutzen, um das anderen Leuten beizubringen. Also das finde ich, ne, wenn sich jemand in dieses Medium reinbegibt und du merkst, okay, der hat irgendwie von dem Online oder die noch nicht so Ahnung, aber was sie da spricht und erzählt, da ist einfach Jahre von Lebenserfahrung und das kann man einfach eins zu eins so nehmen und das ist ein totaler Mehrwert. Das ist doch toll. Ja, großartig. Also, okay, ich merke, du hast dich mit der Sinnfrage intensiv auseinandergesetzt. Und also habe ich ja auch schon. Also, ich habe ja auch schon die Folge gemacht, der Impact von Online-Kursen.
ne, mit eigentlich einer ähnlichen, dem ähnlichen Gedanken wie bei dir, dass man damit auch Leute ansteckt. Ne? Also man steckt die Botschaft, die man, nein, man bringt die Botschaft, die man hat, in die Welt. Ne? Und je echter und authentischer und tiefer, ehrlicher sie auch ist, umso berührender ist das. Und ja. Eine kleine Anekdote, die mir gerade einfällt. Ich habe ja diese Neil Donald Walsh Bücher gelesen. Da hatten wir auch InspiCap auch drüber gesprochen. Wir waren ja ziemlich schnell bei tiefschürfenden Themen. Und das letzte ist Neue Offenbarungen von Gott. Ne? Also ich finde ja, für den deutschen Sprachbereich hätte man vom Universum irgendwie machen müssen, wir etwas besser wissen. Ja. Ich habe es leider gerade verliehen, deswegen kann ich es nicht zitieren. Das Buch ist 20 Jahre alt und zwar ziemlich genau. Das ist von 2002, also zumindest die deutsche Übersetzung ist von 2002. Und was er dort sagt, also der Neil, also der Fragende, sagt immer wieder, was sollen wir denn tun? Ja, was soll denn der Einzelne tun? Es geht halt um die, es geht um den desolaten Zustand der menschlichen Spezies, ne? Also unserer Zivilisation. Das ist ja, also dass wir unsere Erde zugrunde richten, und immer wieder kommt dieses Verzweifelte, was sollen wir denn tun? Und als Antwort gibt die Quelle, das Universum, also das, was er dort dann in diesem eigenen Selbstgespräch aufschreibt, die Antwort: ihr braucht nichts weiter tun, als das Bewusstsein zu verändern. Das Bewusstsein zu verändern, dass ihr getrennt seid von der Erde, von euch untereinander, also ist jetzt sehr verkürzt, ne? Ja. Und ja, von mir, also von mir, der Quelle, dem allen, was ist. Und jeder, der dieses Bewusstsein erhöht in seiner Gemeinde, der in seiner Gemeinde das tut, was er für richtig hält, also in seinem Umfeld, der tut schon alles, was im Moment getan werden kann, um das Kollektiv auf eine höhere Ebene zu heben. So, und dann kommt da ein Satz, wo ich echt dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe den dreimal gelesen. Ihr mit euren modernen Wegen miteinander zu kommunizieren, habt ja mittlerweile auch die Möglichkeit, von zu Hause aus Videos zu erstellen und sie auf kleinen Datenträgern an andere Menschen zu verteilen. Und ich dachte, dieses Buch spricht hier direkt zu mir, weil ich ja nun wirklich die viel mehr Reichweite habe, als ich jetzt der Neil Donald da vor 20 Jahren hätte träumen lassen. Wir alle haben dieses mächtige Instrument, ja, eben unsere Wahrheit zu verkünden, in der Westentasche. Das ist so krass. Das konnte der damals noch gar nicht ahnen. Er schrieb eben, wie gesagt, von kleinen Datenträgern und meinte vermutlich USB-Sticks oder Disketten oder was. Der hat da wirklich vor 20 Jahren schon davon geschrieben, dass ja jeder Einzelne heute in der Lage ist, E-Mails, Videos zu drehen. Ich suche dir die Passage mal raus. Schön, schön. Ja, und das spielt ja genau in deine Argumentation. Also wir brauchen echte Menschen, die sich, wie du sagst, so wie sie sind, vor die Kamera trauen und sich auch trauen, auch mal unbequeme Sachen zu sagen. Das ist natürlich dann der nächste Schritt. Der erste Schritt ist, sich erstmal überhaupt anzuerkennen. Und allein mit dem, was du vorhin sagtest, die Selbstakzeptanz steigt. Dadurch, dass ich ja auch positives Feedback vermutlich bekomme aus meiner Farbrunde, also aus meiner Spielgruppe. Ja. Und allein das ist ja ein Beitrag zum Weltfrieden. Wenn du so willst. Ne? Also insofern, ja, ich gehe da mit. Finde ich eine super Argumentation. Was ich jetzt gerade so ein bisschen mitkriege, ist, dass doch viele so ein bisschen enttäuscht sind, weil solche Online-Produkte sich nicht mehr so gut verkaufen. Ne? Also das Kostenlose, ja, das funktioniert noch, aber verkauft kriegen sie momentan ihre Kurse und Angebote nicht so gut. Hast du da vielleicht auch aus deiner Hauptarbeit ein Impuls, also kriegst du das auch mit, oder was sind so deine Gedanken dazu? Kaufen die Leute auch in 10 Jahren noch Online-Produkte, die auf Videos basieren, oder sind wir da längst drüber hinweg? Das ist jetzt wirklich eine Frage, über die du dir möglicherweise noch keine Gedanken gemacht hast, aber das fände ich spannend. Nee, also ja, genau, also da habe ich jetzt noch nicht so überlegt in die Zukunft, wie sieht es mit Online-Kursen oder gerade, also was ja jetzt also Memberships. Ganz viel auf jeden Fall ist, also wenn man jetzt einfach YouTube guckt, ne, also ich will ein bestimmtes Thema lernen, ob das jetzt, wie mache ich Online-Kurse, wie baue ich einen YouTube-Kanal auf. Oder wie baue ich meinen Garten, oder also ich meine, bei YouTube genau, findest du ja jedes alles. Thema. Gehe ich auf YouTube und schaue mir ein Video an und lerne das. Ob das so in Zukunft auch sein wird oder vielleicht noch ein bisschen intelligenter wird oder wir noch mehr Assistenz über KI haben und Handys, das nicht mehr über YouTube geht, sondern das sofort irgendwie auftaucht.
möglicherweise. Also verschwinden wird es, denke ich, nicht, weil es ja auf jeden Fall ein Medium ist, wo wir erstmal die andere Person, auch wenn sie nicht da ist, erstmal erkennen können. Und wir hatten ja auch jetzt die 3D-Welle im Kino. Die kommt immer mal wieder. Ich meine, die Filme sind jetzt auch 3D, die großen, aber das ist jetzt kein Muss mehr. Ich kann auch einen Film in 2D immer noch gucken. Und vor ein paar Jahren war die Frage, okay, wird es jetzt nur noch 3D geben? Wir kommen immer wieder auch in allen Medien zu den Basics zurück. Also das Buch gibt's immer noch. Okay. Wir lieben immer noch Geschichten. Der Film, der eine gute Geschichte erzählt, lieben wir nach wie vor. Und der muss dann auch nicht 3D sein. Der kann ganz normal sein, aber einfach ein gutes Handwerk. Und ich schätze schon, dass es mehr und mehr auch 3D-Räume in der Realität gibt, wo dann Menschen auf einmal irgendwie erscheinen, aber ein Stück weit ist das, was wir in den Videos oder Online-Kursen oder in den Geschichten, die wir in den Online-Kursen erzählen oder Wissen vermitteln, das wird ja immer gleich bleiben. Und das ist ja nicht so, dass auf einmal irgendwas weg ist, sondern man muss es ja auch, finde ich, so verstehen, da, wo wir heute sind, sind wir ja nur, weil das auf alles aufbaut, was wir und unsere Vorfahren aufgebaut haben und erfunden haben. Ja. Das heißt, da, wo es hingehen wird und wo wir in 10 Jahren sein wird, da sind wir ein Teil die ganze Zeit davon und gehen diesen Weg ja mit. Die Frage ist, ob man dann halt immer sagt, okay, es muss ein Online-Kurs sein oder ob ich da weitergehe und dann auch sage, das, was ich im Online-Kurs gelernt habe, wie ich da Videoinhalte aufbau, allein die Struktur, ja, dieses Willkommensvideo und dann so kannst du den Kurs navigieren. Jetzt schalten wir erstmal das frei und das und wie alle gelernt haben, ich packe viel zu viel Inhalte meistens in das Fenster, was ich habe. Das sind ja alles Erkenntnisse, die genauso auch im Offline funktionieren. Ja, das heißt, wenn ich jetzt eine Welle von Online-Kursen gemacht habe und habe da ganz viel gelernt und ich sage jetzt, okay, online funktioniert vielleicht gerade nicht mehr ganz so gut, weil die Leute wollen einfach wieder live auch, dann mache ich doch ein Hybrid, ne? Dann sage ich, okay, es gibt das Online-Format, dass wir uns schon mal vorher ein bisschen kennenlernen können, dass wir die Zeit, die wir dann offline haben, an einem Wochenende richtig effektiv nutzen können. Ja. Und in dem Offline-Teil der ist aber auch nicht mehr so wie früher, weil ich habe online schon viele Sachen gelernt. Das heißt, der wird anders sein. Und daraus entsteht wieder was und wieder was. Und deswegen, glaube ich, braucht es jetzt nicht so eine Angst, es funktioniert irgendwas nicht, sondern vielmehr zu gucken. Anpassung, auf was habe ich denn Lust? Und bei mir ist zum Beispiel das Kameraspiel, ich meine, im Prinzip wiederhole ich das zum 14. Mal, aber ich passe es immer wieder an und gucke, was hat funktioniert, wo kann ich das mehr machen, was hat nicht funktioniert, wie kann ich das wegnehmen und wo habe ich selber Lust, mich zu entwickeln? Und das merken ja auch alle, die teilnehmen sozusagen, die merken, ach, der Ludwig hat Spaß, der hat probiert auch schon wieder irgendwie was Neues aus, ich habe auch Lust, was Neues auszuprobieren und das kann eigentlich nur funktionieren und ja, das, was nicht funktioniert, sollten wir weniger machen. Klingt super. Ja, ich habe dich echt malträtiert mit meinen Fragen, aber danke, dass du mitgegangen bist. Klar. Ja, ich weiß ja, dass du dir über all solche Sachen schon Gedanken gemacht hast, deswegen danke dafür. Jetzt habe ich noch einen kleinen Hook. Eine Frage an dich und gleichzeitig die Einladung an dich als Hörerin oder Hörer auf die Seite kameraspiel.de zu gehen. Nämlich, da ist so ein kleiner Streifen, der mit mir spricht. Hallo, ich bin der Ludwig. Ja, wann hast du das letzte Mal ein Video gemacht oder sowas in der Art? Ja. Also das öffnet sich und schließt sich wieder. Wie macht man sowas technisch? Ja, das ist über Divi möglich. Also das ist eine WordPress-Seite und in Divi gibt es tatsächlich dieses Add-on. Mhm. Aber wo du es ansprichst, würde ich gerne die kurze Geschichte dahinter erzählen. Ja, erzähl die Geschichte. Weil ich war in einem Familienurlaub, also das ist ganz neu, dass ich mit meinem Vater einfach sage, komm, wir haben jetzt Vater-Sohn-Zeit und wir fahren jetzt in irgendeine Stadt und haben Zeit zusammen. Mhm. Und wir haben das jetzt zum ersten Mal, also jetzt letztes Jahr in Paris gemacht und waren da in 3 verschiedenen Museen. Mhm. Und es gab, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht mehr, welches Museum, eins, wo du die Kunst, die hat sich entfaltet, indem du dich im Raum bewegt hast. Also du musst sozusagen wirklich von A nach B gehen und dann hast du auf einmal Sachen gesehen, die du vorher nicht gesehen hast. Und das hat für mich sowas, hier passiert, du musst aktiv sein und da passiert irgendwie eine direkte Interaktion von dem Künstler oder Künstlerin und mir als Person, die hier langläuft. Und dann habe ich gedacht, okay, was gibt's irgendwie so in der Richtung? Wie kann man das vielleicht übersetzen? Und
in diesem Gedankenprozess war ich auf irgendeiner Seite und diese Seite hatte so eine Laufschrift und da dachte ich, geil, da ist auf einmal, das durchbricht diese Wand. Und deswegen habe ich das gesucht und da habe ich gefunden, okay, Divi hat dieses Add-on, das muss man irgendwie runterladen, das ist aber kostenlos, wenn man Divi hat. Wie heißt das auf Englisch? Das Plugin? Ja, oder wie heißt also das Wort Laufschrift ich guck kurz, auf Englisch? Ja, also, ich guck mal kurz. Das Wort Laufschrift auch nicht, aber ich guck mal jetzt wird kurz auch ein bisschen deutlicher. nach. Also insofern auf die Seite kameraspiel.de gehen, anmelden, mitmachen. Genau. Ich Und schau staunen. Mal, ich schau mal kurz, vielleicht kriege ich es ja gleich sogar den Namen. Aber genau, wenn man irgendwie nach Laufschrift sucht, dann findet man das bestimmt. Ich guck mal, vielleicht finde ich es ja jetzt alles gut. live Hätte ja sein im können, dass du es Podcast. weißt, dann. Nee. Ja, weil du ja durchaus ein Techie bist, was so neue Sachen angeht. Also es heißt, in Divi braucht man die Add-on-Paket, heißt es, glaube ich, korrekterweise Supreme. Ah nee, oder Supreme Typing. Ah, das heißt, glaube ich, Supreme Typing. Ja. Heißt dieses Teil in Divi und Typing Effect Text. Ja, nee, Supreme Typing von Divi Supreme. Das ist das Add-on und in diesem Add-on Supreme Typing ist diese Laufschrift. Ja, alles klar. So genau hätte ich es jetzt gar nicht gebraucht. Ich dachte nur, dass die Leute das suchen können, wenn sie das auch spannend finden. Weil das ist ja auch immer eine interessante Idee, so eine Landingpage ein bisschen aufzulockern, dass sich da auch mal ein bisschen was bewegt und nicht irgendwie immer nur dieses, naja, es fliegt von links nach rechts. Insofern sehr cool. Ja. Okay, ja, dann ich wünsche dir und den Teilnehmenden viel Spaß. Danke. Ich gucke gerne vorbei und schaue mir deine Moodle-Oberfläche an. Ja. Das hatten wir nämlich gerade auch bei mir im Club, dass einer fragte, ich würde gerne Moodle für ein Institut aufbauen. Ja. Wie sieht das aus? Wie läuft das? Und dann hat mein Mann aber gesagt, der Herr Lehrer ist, also das konnten wir nicht selber aufsetzen. Das ist schon sehr komplex. Das mussten wir aufsetzen lassen von der Online-Uni hier vor Ort. Ja. Und das kostet entsprechend und auch diese Einrichten kostete entsprechend, wo er dann die Einschätzung machte, na, für einen einzelnen Unternehmer ist das eher nichts. Insofern. Also bin ich anderer Meinung, ich habe es ja aufsetzen lassen. Und klar, für eine Uni ist es vielleicht nochmal ein größeres Geflecht, aber also ich kenne jemanden, der setzt es auf und das ist auch nicht sehr, sehr teuer, sondern es ist wirklich bezahlbar. Okay. Und klar, man muss sich ein bisschen reinfuchsen, aber für mich gibt es nichts Besseres, weil es gibt da auch sogar so einen Spielemodus, dass bestimmte Punkte vergeben werden und dann bestimmte Sterne und so. Also ich werde mich da richtig austoben. Das und er hostet es aber auch bei sich. Also weil das ist nämlich auch noch so ein Ding gewesen. Sie genau, also das ist bei mir sozusagen jetzt gehostet. Und in Deutschland, also DSGVO und alles konform, also da kann ich jetzt auch mit öffentlichen Einrichtungen machen. Also weil du fragtest, wo geht's hin? Ich habe auf Moodle umgestellt und ich werde in Zukunft auch ganz offizielle Kurse bei öffentlichen Stellen anbieten können, weil ich jetzt komplett konform safe bist. Okay, alles bin. Alles klar. Also wenn jemand dazu Fragen hat, ich vermittle den Kontakt. Ja. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für die ganzen coolen Antworten und das nette Gespräch. Das kommt ja hier videomäßig eben im spielerischen Modus. Hervorragend. Vielen Dank. Ja. Danke auch.